Ob uns das bewusst war oder nicht, wir haben es wohl alle schon einmal gemacht. Unser Gegenüber kratzt sich am Kopf, wir tun es ihm gleich. Jemand schlägt die Beine übereinander und kurz darauf nehmen auch wir eine ähnliche Sitzposition ein. Dieses Phänomen nennt man den Chamäleon-Effekt und diesen schauen wir uns nun einmal genauer an. Der Chamäleon-Effekt beschreibt das unbewusste Nachahmen von Mimiken, Gestiken, Haltungen, Angewohnheiten und allgemein von nonverbalen Verhaltensweisen in sozialen Interaktionen. Eines der wohl wichtigsten Arbeiten über dieses Phänomen stammt von Chartrand und Bark aus dem Jahr 1999. Die Wissenschaftler konnten in ihren Untersuchungen zeigen, dass in Gesprächen zwischen einem Probanden und einer eingeweihten Person, wenn eben diese sich in besagter Interaktion entweder ins Gesicht fasste oder mit dem Fuß wackelte, der unwissende Gesprächspartner in 20% der Fälle auch begann, sich ins Gesicht zu fassen. Und im Fall des Fußwacklers sogar 50% der Probanden inspiriert waren, es der eingeweihten Person gleichzutun. Zusätzlich konnten die Versuchsleiter in einem zweiten Experiment zeigen, dass wir Menschen für sympathischer halten, wenn wir von ihnen in unserem nonverbalen Verhaltensweisen kopiert werden. Geschieht dies, empfinden wir die Interaktion außerdem als fließender und angenehmer. Darüber hinaus scheint die Fähigkeit der Perspektivenübernahme positive Auswirkungen auf die Häufigkeit des unbewussten Nachahmens zu haben. Ein drittes Experiment der Wissenschaftler konnte dies demonstrieren. Menschen, die andere Menschen auf kognitiver Ebene gut nachvollziehen konnten, zeigten häufiger nachahmendes Verhalten. Das affektive, also das emotionale Nachempfinden, scheint hingegen kaum einen Einfluss zu haben. Als eine mögliche Ursache des Chamäleon-Effekts wird der sogenannte Common Code Approach angesehen. Dieses aus der Kognitions- und Neurowissenschaft stammende Modell besagt, dass wenn man etwas wahrnimmt, zum Beispiel eine andere Person, die sich mit der Hand ins Gesicht fasst, dann werden alleine durch diese Beobachtung Gehirnareale aktiviert, in denen motorische Vorgänge verarbeitet werden. Durch diese Aktivation wird dann auch die Ausführung der eigenen Motorik nach dem Muster der Beobachtung wahrscheinlicher. Dieser Effekt geht sogar so weit, dass durch die Wahrnehmung motorischer Einschränkungen beim Gegenüber das eigene Vermögen, die jeweilige Bewegung durchzuführen, gehemmt wird. Treffen wir beispielsweise auf jemanden, dessen rechter Arm gelähmt ist, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unserem rechten Arm gestikulieren, solange wir in dieser sozialen Interaktion sind. Hinsichtlich dieser neuronalen Basis des Chamäleon-Effekts spielt auch der Begriff der Spiegelneurone immer wieder eine Rolle. Die 1992 aufgestellte Theorie, dass bestimmte Nervenzellen existieren, die dafür verantwortlich sind, dass beobachtetes Verhalten im eigenen Gehirn simuliert wird, steht bei vielen Wissenschaftlern allerdings in der Kritik. Dazu aber in einem anderen Beitrag bei Interesse mehr. Tja, wie immer gibt es noch so viel mehr zu dem Thema auszuführen. Für das grundlegende Verständnis hat der von mir gewählte Einblick hoffentlich dennoch ausgereicht und konnte einen Überblick verschaffen. Die erwähnte Studie sowie zusätzliches weiterführendes Material findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit und danke für die Aufmerksamkeit.